Das ist Dominik, ich bin Elisa. Und das sind die Was geht ab Shorts. Die 15-jährige Rita wechselte im September 2011 die Schule. Zusammen mit einer neuen Freundin ging sie eines Abends zu vier Jungs nach Hause, um dort zu feiern und zu saufen. Am nächsten Morgen wachte Rita nackt zwischen zwei der Jungs auf. Sie wusste nicht mehr, was passiert war. Die Jungs begannen kurz darauf zu verbreiten, dass Rita mit allen von ihnen Sex gehabt hatte. Als Beweis diente ihnen dafür ein Foto, das sie mit einem von ihnen beim Sex zeigte. Lia Parson, Ritas Mutter, ging daraufhin zur Polizei, um eine Vergewaltigung ihrer Tochter anzuzeigen. Die Polizei versuchte, die Jungs zu interviewen, was Ritas Mutter zufolge ganze 10 Monate dauerte. Die Handys und PCs der Jungs wurden anscheinend überhaupt nicht untersucht und der Fall wurde fallen gelassen. Die Beweise würden weder für eine Anklage wegen Vergewaltigung noch wegen Verbreitung von Kinderpornografie oder öffentlicher Schikanierung reichen. Rita wechselte wieder die Schule, fand auch ein paar neue Freunde, aber ihr Verhalten änderte sich vollkommen. Im April 2013 erhängte sie sich im Badezimmer. Die Eltern sahen den Grund darin, dass die Jungs nie für ihre Taten bestraft wurden. Ritas Vater schrieb auf seiner Website: Wie ist es möglich, dass die Polizei nicht genügend Beweise für das Verbrechen hat, wenn jemand im Netz so viele Spuren hinterlässt? Was haben sie noch gebraucht? Waren ein Foto und die Prahlereien nicht genug? Er war nicht der Einzige, der sich diese Frage stellte. Auch Ash, Catherine und einige andere Internetaktivisten konnten nicht verstehen, wieso die Polizei nicht in der Lage gewesen war, die Jungs zu überführen. Die Bewegung, in der Ash aus Großbritannien und Catherine aus Kanada aktiv waren, hieß Op Anti-Bully, also Operation gegen Cybermobbing. Sie gründeten diese geschlossene Gruppe ungefähr 6 Monate, bevor sich Rita erhängte. Schnell wuchs die Bewegung auf 8 Mitglieder an. Ihr gemeinsames Ziel war es, jungen Menschen zu helfen, die ein ähnliches Erlebnis wie Rita hatten. Jeder von ihnen hatte offline einen anderen Job, doch nach der Arbeit saßen sie alle am PC und tauschten mit Hilfe von verschlüsselten Chatforen und Mail-Accounts Informationen aus. Catherine eröffnete einen Twitter-Account, wo die Gruppe Teenager mit Selbstmordgedanken und Mobbing Problem Hilfe versprach. Einige der Aktivisten sind Teil der Anonymous-Bewegung, so auch Ash. Auf 4chan traf er Hacker und andere Aktivisten, die dann auch Mitglied von Op Anti-Bully wurden. Sie begannen, die in ihren Augen Verantwortlichen zu doxen. Das heißt, es werden persönliche Daten und Dokumente von den Personen zusammengetragen und veröffentlicht. Dazu gehören der Name, die Adresse, der Beruf oder die Schule, Facebook- und Twitter-Accounts und alles andere, was man über die Person im Netz erfahren kann. Die gewonnenen Infos werden dann mit der Tat der Person verlinkt. Die Veröffentlichung ist quasi die Strafe für die Person. Denn was einmal im Netz ist, bleibt bekanntlich auch da und jeder hat Zugriff darauf. Ash rechtfertigt diesen radikalen Schritt damit, dass die Menschen aus ihren Fehlern lernen müssen. Und wenn es dafür nötig ist, sie zu schockieren oder ihnen Angst zu machen, dann muss das so sein. Manchmal entschuldigen sich Leute sogar, weil sie verstanden haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Auch viele andere Aktivisten, teilweise auch Mitglieder von Anonymous, verfolgen dieses Ziel. Sie nennen sich Weiße Ritter. Anonymous-Mitglied Elias war ebenso wie Ash über den Fall von Rita schockiert und startete eine Weiße Ritter-Aktion unter dem Hashtag #OpJusticeForRita. Auf 4chan traf er auf Ash. Gemeinsam gelang es ihnen, alle 4 Identitäten der Jungs zu ermitteln. Elias schrieb online, dass sie alle 4 Jungs identifizieren konnten. Unsere Forderungen sind einfach. Wir wollen, dass die Polizei sofort gegen die 4 betroffenen Personen vorgeht. So schnell wie möglich. Wenn wir in der Lage waren, die Jungs innerhalb einiger Stunden ausfindig zu machen, dann wird es auch nicht lange dauern, bis es jemand anders macht. Die Identitäten enthüllten sie aber nicht, vor allem weil Ritas Mutter nach dem Aufruf deutlich machte, dass nur ein Gericht die Jungs bestrafen sollte. Einer der Jungs schrieb der Mutter dann über Facebook, dass er und sein Freund mit der offensichtlich volltrunkenen Tochter Sex hatten, aber im gegenseitigen Einvernehmen. Dass die anderen 2 auch mit ihr Sex hatten, habe er nicht gesehen, aber er habe gesehen, wie sie versucht haben, sie in ein Zimmer zu zerren. Rita habe sich dagegen gewehrt. Am nächsten Morgen erfuhr er dann, dass die anderen 2 auch mit ihr Sex gehabt haben. Deswegen schlussfolgerte er: Obwohl ich mit allen 3 gut befreundet bin, kann ich nicht lügen und behaupten, dass wir sie alle nicht vergewaltigt hätten. Ritas Mutter ging damit zur Polizei. Am 11. April, also kurz nach Ritas Tod, verkündete der kanadische Premierminister, dass der Fall wieder aufgenommen wird. Die Polizei versicherte, dass dies aufgrund der neuen Beweise und nicht wegen irgendwelcher Internetaktivisten geschehe. Die Aktivisten feierten es aber dennoch als Triumph. Im Herbst letzten Jahres zerbrach Op Anti-Bully, weil sich die Aktivisten zerstritten. Sie ist aber nur ein Beispiel für immer wieder neue Bewegungen, die sich für verzweifelte Teenager einsetzen, die im Internet gehatet oder schikaniert werden. Einerseits können die Weißen Ritter die Rettung in letzter Sekunde für selbstmordgefährdete Jugendliche sein. Sie geben ihnen Mut, Hoffnung und stärken ihr Selbstwertgefühl. Wo die Polizei nur unzureichend ermittelt oder Beweise fehlen, können die Internetaktivisten Täter dazu bewegen, von ihren Opfern abzulassen. Andererseits ist Doxing eine Form der Selbstjustiz. Die Gruppen können nicht verhindern, dass auch Unschuldige verdächtigt und öffentlich beschuldigt werden. Außerdem haben sie keine Möglichkeit zu kontrollieren, was andere Menschen mit den von ihnen preisgegebenen Informationen machen. Das bringt die Täter in Gefahr. Und wie auch die Täter selbst nutzen die Weißen Ritter die Öffentlichkeit, um ihre Opfer einzuschüchtern. Was haltet ihr von der Selbstjustiz der Aktivisten? Und kennt ihr irgendwelche Fälle von Mobbing im Netz?
Schreibt uns eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Wenn ihr das Thema interessant fandet, dann teilt das Video doch oder lasst eine Bewertung da. Neben Elisa gibt es noch zwei weitere Videos und unter mir könnt ihr immer auf dem Laufenden bleiben. Hier geht's zu Texcalibur und in der Videobeschreibung findet ihr alle Social Media Links. Das waren die Was geht ab Shorts und wir sind jetzt weg.